Es gibt Informationen, wo du zum Beispiel 80.000 Euro zahlst, dafür, dass du eine Viertelmillion gewinnst. Wenn ich morgen kein Insta habe oder kein YouTube habe, verdiene ich trotzdem mit diesen Leuten mein Noch immer Geld. dein Geld quasi. So. Das heißt, anders gesagt, du bist auf jeden Fall schon Millionär. Ich höre das so aus deiner Aussagen heraus. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf REC162. Heute zu Gast Christopher Julius, aka The Wolf of Sportwetten. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Mein Name ist Christopher Julius. In dem Jahr, als ich 23 wurde, habe ich es geschafft, erfolgreich mehrere Millionen umzusetzen. Schöne Scheiße. Und das alles mit Sportwetten. Auch trotz 50-minütiger Verspätung. Was geht ab? Wie läuft's? Erzähl mal. Wie kam es dazu, dass du jetzt irgendwie, oder wie kam es dazu, dass du auf Sportwetten gekommen bist? Weil, wenn man jetzt Sportwetten hört, geht man davon aus, man geht jetzt zum Admiral, zum Cashpoint, Tipico, und schließt dort seine Wetten ab. Wie bist du darauf gekommen, dich selbstständig mit dem zu machen? Und du bist ja scheinbar auch sehr erfolgreich damit. Wir haben so viele Wettscheine gewonnen, dass wir nicht wussten, was wir damit machen sollen. Ich arbeite nicht für dich, Mann. Solange mein Geld an der Titten klebt, arbeitest du für mich. Bei mir war es so, mir ist eigentlich grundsätzlich egal, mit was. Ich wollte einfach nur Millionär werden. So. Okay, warte ganz kurz. Das heißt, du bist schon Millionär. 26.000 Euro für einen Abend im Club? Hey, wir sind nicht mehr arm. Erzähl ihm, was für Beigetränke du bestellt hast. Vielleicht nur 100 Flaschen Champagner. Upsi. Dazu kann ich nichts sagen. Okay. Aber es ist kein Ziel mehr. Was ich dir sagen kann, ist, dass mein Ziel damals war, Millionär zu werden. Mir egal mit was. Und ich hatte nicht dieses Umfeld. So. Du kennst dieses Umfeld, ja, auf auch jeden Fall. In welche Richtung ich damals war. Eher in die Richtung vielleicht Millionär mit anderen Sachen. Mit anderen Sachen zu werden. Aber ja, ich kannte halt keinen Millionär. So nur in der Zeitung, im Fernsehen, der ist Millionär. Aber vor mir stand keiner, der was Millionär war. Und an einem Tag kam von meinem Bruder, also ein Freund her, und von ihm jemand, der sagt, ich bin Millionär mit Sportwetten. So, wenn du das jemandem erzählst, lachen die meisten oder nehmen das nicht ernst. Ja, es klingt ja auch so surreal, weißt du? Ja. Bei mir war es so, ich habe mit 2 Ohren, 4 Augen wahrscheinlich so zugehört und habe es ernst genommen. So, ich habe ihm versucht, alles zu hinterfragen. Ich habe ihn wirklich schon so richtig genervt. Und er hat dann gesagt, komm mit, wette für mich und ich gebe dir 15%. Also, was ich für ihn mache, gehört 15% mir. Okay. So, und da habe ich begonnen, für ihn zu wetten und habe mal das Ganze kennengelernt. Also, so musst du dir vorstellen, Bildschirme wurden schwarz, Quoten haben sich schnell geändert. So, was passiert da auf diesem Wettmarkt? Und da habe ich dann erst wirklich realisiert, okay, hier geht es einfach nur um Mathematik. So. Okay, krass. Ich versuche jetzt ein bisschen mitzukommen, aber jetzt mal weiter. Ja. Und jetzt höre ich gerade mit 4 Ohren und 4 Augen zu. Das heißt, anders gesagt, du bist auf jeden Fall schon Millionär. Ich höre das so aus deiner Aussagen heraus. Also wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 24. 24. Das heißt, du warst mit 22 schon Millionär? Vielleicht mit 18. Vielleicht mit 17. Aber du hast das auf jeden Fall früher geschafft als sehr, sehr viele Altersgenossen. Schau, bei mir war es, ich hatte nicht viel zu verlieren. Und das hat eine Ausbildung gemacht? Ich habe eine Lehre gemacht, ich habe sie auch fertig gemacht. Als? Allgemein Einzelhandel war das, im Verkauf. So. Und bei mir war es damals, ich hatte trotzdem nicht viel zu verlieren, im Endeffekt, weil, was hast du zu verlieren? So. Wo ist der Unterschied, ob du jetzt knapp 300 Euro auf der Seite hast, um dir irgendwas zu kaufen oder ob du von AMS lebst. So. Macht dir keinen Unterschied, Charles, doch, es, du hast recht. Es war null Unterschied bei mir und von dem her, ich hatte nicht viel zu verlieren, aber viel mehr zu gewinnen. Und im Endeffekt war es mir grundsätzlich egal, ich wollte allgemein aus dem raus. So. Wollte einfach Geld verdienen, egal mit was. Krass. Und wie bist du, also du hast den Typen, den Freund von deinem Bruder kennengelernt, der hat dich dann so quasi gebrieft in der Hinsicht und dann ging es irgendwie für dich los, dass du jetzt einfach in Sportbüros reingegangen bist und gewettet hast oder wie kann man sich das vorstellen?
Also, du musst dir vorstellen, solche Leute haben kein Social Media, haben kein Facebook, Instagram. Das interessiert die alles nicht, ne? Haben kein YouTube. Ich hatte auch jahrelang nichts davon. So, bei mir hat das einen anderen Hintergedanken, aber dazu können wir gerne kommen. Gerne, Bruder. Ich habe sehr viel einfach nur zugeschaut. Ich habe sehr viel beobachtet, bis ich als erstes Mal Geld in die Hand genommen habe oder bekommen habe, um das Ganze umzusetzen. Verstehen, was die überhaupt machen, beziehungsweise ging es eher darum, dass sie mich getestet haben, so kann man denen überhaupt Geld geben. So, ja, so kann man denen Geld anvertrauen. Ich gebe denen 5.000, kommt der morgen wieder. Ich gebe denen 10.000, kommt der morgen wieder. Ich gebe denen 100.000, kommt der morgen wieder. Das geht klar. So, ab wann hört einer auf oder ab wann läuft einer weg? So, und bei mir ist, es fehlt nie 10 Cent. Ich will in Ruhe schlafen, Gott sei Dank. Alhamdulillah. Es ging ja eher weniger darum, das Ganze zu lernen, sondern es war ein Prozess gleichzeitig im Geld verdienen. Also von Anfang an einfach das nachgemacht, was sie sagen und nichts anderes, weil warum? Ja, das stimmt auch so. Es gibt ja Produkte, die schon lange existieren und Leute werden auch dadurch recht. Das heißt, warum das Rad neu erfinden, wenn es eh schon da ist, so ja. Quasi. Ja. Ich weiß nicht, wo ich jetzt wäre, weil damals in meiner Lehre, ich habe nebenbei auch gekellnert in der Shisha-Bar, so ja. Für 5 Euro die Stunde, 6 wow. Stunden für 30 Euro. Bist du so. Und dann ist schon 2 Uhr in der Früh, du stehst auf, 8 Uhr, gleiche Leben, gleicher Alltag. Ja, diese Routine einfach auch. 1.500, 2.000 Euro. Ich weiß nicht, wo ich jetzt wäre, aber oder was ich gemacht hätte, aber ich wäre sicher erfolgreich. Du musst ja. Halt einfach konstant dahinter ja. Bleiben. Und dann, bei mir ist es halt auch nichts anderes. So, egal, ob du erfolgreich wirst mit Trading, mit Krypto, mit Börse, mit dies, das, jenes. Es ist alles das Gleiche. Es ist ein bisschen Mathematik, Software, Wissen, Mindset. Software, weil du gesagt hast Software. Das heißt, es gibt eine Software, die dir quasi sagt, auf was du tippen sollst. Verstehe ich das so richtig, oder? Mm. Oder die quasi berechnet, welche Mannschaft eher gewinnen würde so? Es gibt mehrere Software am Markt. Die Kunst dahinter ist, wie man diese Information für sich nutzt. Okay. Also es gibt viele Software am Markt. Grundsätzlich kann und tut fast jeder das Gleiche. Manche sind da besser, manche sind da besser. Es gibt allemal Informationen. Informationen, durch die verdienst du Geld. Die Frage ist halt nur, wie du das Ganze nutzt. Ja, ist eh klar. Wir leben ja auch in einem digitalen Zeitalter heutzutage. Ja. Ist auch viel Scam und viel Falschinformationen und. Schau, diese Informationen sind halt alle gratis, weißt du? So, es gibt Informationen, wo du zum Beispiel 80.000 Euro zahlst, dafür, dass du eine Viertelmillion gewinnst. So, und dann gibt es Informationen, die sind gratis im Internet. Gib mir auch diese Informationen. Informationen bekommst du halt grundsätzlich gratis aus einem Grund. Die können von Wettanbieter erstellt worden sein, die können von Buchmacher, von diesen Leuten, das ist eine Milliardenbranche, die was dich verlieren sehen wollen, erstellt ja. Worden sein. Dafür sind sie gratis. Und dann gibt es Informationen, dafür bezahlst du. Und genau das habe ich halt auch bemerkt und so habe ich auch begonnen, warum auch der Wolf auf Sportwetten. Also wir haben Wolfsrudel, eine Wolfsfamilie, so auch ein Wappen. Ein Wappen ist ja damals im Mittelalter so ein Schutzschild gewesen. Ja. So, wir nennen es Wolfsrudel und wir teilen da unsere Informationen. Und das funktioniert halt auch ohne Insta, ohne YouTube, ohne Facebook. So, wenn ich morgen kein Insta habe oder kein YouTube habe, verdiene ich trotzdem mit diesen Leuten mein noch Geld. Immer dein Geld quasi. So, natürlich bin ich jetzt hier, habe ich gesagt, ich werde darauf zurückkommen, ist Social Media so präsent, weil wir dominieren und auch so viele Leute wie möglich ansprechen wollen, die was in dieser Szene auch ihre Erfolge geschrieben haben. Und natürlich auch helfen wir auf diesem Weg Leute, die was das Ziel haben, die Wettanbieter zu schlagen. Aber am Ende des Tages ist das dieser Informationsmonopol, wo ich mich jetzt befinde und da teilen wir halt alles. So quasi geben und nehmen. Du ja. Gibst deinen Jungs diese Information, sie wiederum andere Informationen und so hilft es euch eigentlich so. Eine Hand wäscht die andere und zwei das ganze Gesicht. Ja. So, alle haben grundsätzlich das Ziel, die Wettanbieter zu schlagen oder haben sie schon geschlagen? Das wäre jetzt meine nächste Frage nämlich gewesen. Was hältst du selber von Wettanbietern, Buchmachern? Es gibt ja auch auf Social Media, ich weiß, darauf kommen wir erst noch, aber auf Social Media gibt es ja so Instagram-Gruppen, Telegram-Gruppen, wo du dich mit einem Monatsbeitrag einkaufen kannst und du kriegst jetzt Wetttipps. Was hältst du als The Wolf auf Sportwetten, was hältst du davon? Also grundsätzlich zur Frage als Erster, was halte ich von Wettanbieter und Buchmacher?
Buchmacher sind ja die, was bei den Wettanbietern die Bücher machen, also genau. Die Quoten machen. So. Nicht viel, so als ein Unternehmen. Und jedes Unternehmen muss sich seine Marge einrichten. Eine Marge ist sein garantierten Profit, womit er Geld verdient. Ganz genau. So, und der Wettanbieter macht das in den Quoten. So okay. Wie im Casino, es gibt es Rot oder Schwarz und dann gibt es die Grün. So, es ist keine 50-50 Chance. Ja. Bei Wettanbieter gibt es auch keine 2-Quote gegen 2. Es gibt 1,90 bestenfalls. So, es ist auch keine 50-50 Chance. So, letztens, weil ich mit einem Kollegen tatsächlich, waren wir sogar wetten, muss ich ehrlich sagen, da hat gespielt Kroatien gegen Argentinien. Und da war die Wette, die Quote auf Argentinien war so 1,60 oder so. Und auf Kroatien war so 4,50. So, wer gewinnt halt? Ja, genau, Zweiwegwette. Ja, ja, genau. Okay, weil es gibt ja auch noch Dreiweg. Aber da bekommst du auch nicht Dreier, sondern 2,50, 2,50, 2,70. Das ist ja madig, Mann. So, du musst das denken. Das ist einfache Mathematik. Also, ein Wettanbieter macht 700 Milliarden bis 1 Billion im Jahr Umsatz. Bist du da? Das ist eine Milliardenbranche, so, die was in Österreich steuerfrei ist. So. Und du musst nur in dieser Branche verstehen, wie verdient der Wettanbieter Geld und wie verdienst du Geld. Und am Ende des Tages ist die Mannschaft scheißegal, weil deinen Gewinn entscheidet die Quote. So bekommst du eine 1,80 bei Tipico für Team 1, eine 1,90 bei Bwin, eine 2er bei Cashpoint, eine 2,20er bei Bwin, so oder wo auch zwei immer. Admiral, 3 genau. Euro kriegst du bei dem Anbieter. Gewinnst du mit 1.000 Euro 1.800 oder 2.300 fürs gleiche Ergebnis. Und was hat Value? Was hat kein Value? Was ist gut genug? Was ist Value? Value ist, wenn die Quote höher ist als die Wahrscheinlichkeit. Okay. Also sagen wir, die Quote ist zum Beispiel 1,90. Und die Wahrscheinlichkeit ist 50%. 100 dividiert durch 50 ist eine 2er-Quote. Das wäre die faire Wahrscheinlichkeit. Und die Quote drüber hat ein Value. So, okay. Anstatt eine 1,90, was schlecht ist, musst du mal die wahre Wahrscheinlichkeit wissen. Deswegen, wie nutzt du die Information am Markt, dass du die wahre Wahrscheinlichkeit kennst? Ja, ist nur rechnen. Heftige Scheiße. Und jeder Trader, jeder, was bei der Börse macht, jeder, was das nutzt, zockt nicht. Ja. Zocken bringt dir kein Geld. Naja. Du spielst, um zu gewinnen. Du behauptest, dass jeder, der die Informationen hat, die du hast, der kann gar nicht verlieren. Ja. Bruder, lass doch dann einsteigen. Ja. Du hast nie gefragt. Farido, wollen wir einsteigen? Warum ist deine Sportseite oder beziehungsweise dein Business oder deine Tipps besser als Tipico, Admiral, Cashpoint und oder etliche Internetseiten, wo genau Wetten angeboten wird. Das also ist ja nichts anderes, du bietest ja auch eine Wette. Ich biete keine Wetten an. Ich biete keine Wetten okay, dann an. Also erklär mir das. Anbieter, wo du spielen kannst. Sondern? Ich spiele bei den Wettanbietern. Also ich bin kein Achso, du spielst bei den Wettanbietern? Ja. Bist du nicht gesperrt bei denen? Ja, klar. Scheiße. Ich habe bei einem oder den zweiten ein Hausverbot natürlich bekommen, aber sehe ich limitiert aus. Können wir darüber, nein, absolut nicht, aber können wir so drüber reden, ohne Probleme so? Ja, kommt drauf an. Warum hast du, also ich gehe jetzt davon aus, du hast sicher Hausverbot und so lebenslänglichen ja. Hausverbot, ne? Ja. Warum? Naja, schau, grundsätzlich möchten die Wettanbieter ja auch nicht, dass du gewinnst. Ja, das ist so. Eh klar. Und früher oder später kommt drauf an, wie hoch der Schaden ist. Bist du halt limitiert, aber dafür gibt es ja Lösungen, über die, was wir im Wolfsrudel dann wieder sprechen. So, im Endeffekt, sehe ich limitiert aus. Nein, nein, auf keinen Fall, aber krass, dass dich jetzt weil das ist ja da, wenn man das so gut, was sie jetzt gut ansieht. Das ist ein Unternehmen. Genau, aber. Sie rechnen sich eine Marge ein und wenn jemand gewinnt, so, wird er früher oder später limitiert als erster, so auf 10 Euro, auf 3 Euro, auf 1 Euro. Dass er nur noch 1 Euro spielen kann und 1 Euro verdienen kann. Gut, gehst du zum nächsten Bucher. Gehst du zum nächsten. Gut, so, sagen wir Bruder, Vater, Schwester, Tante. Solche und Sachen kannst du dir eh denken. Gut, was dann? Das ist so. Ja das. Weil aber das Unternehmen fühlt sich ja durch dich ja so du bedroht. Nimmst ihnen Geld. Wie sollen sie ihre Millionen Euro an Marketing und Millionen Euro an Mitarbeiter leisten können? So. Es ist ein Spiel, schon am Ende des Tages fühle ich mich gut bei dem, was ich mache, weil du musst dir vorstellen, in diesen Jahren in der Filiale habe ich Leute gesehen, Polizisten gesehen, auch höherrangige Personen, so Polizist, ob er höher ist oder nicht höher ist, aber es kann jeden dieses Thema Spielsucht treffen. Ja. So. Für mich ist es ja, wie gesagt, kein Zocken. Ich spiele, weil ich mein Value habe, ich investiere, so, aber ich habe Leute gesehen,
die haben Haus verloren, die haben Familie verloren, die haben ihren Job verloren. Anstatt wahrscheinlich auf Streife zu gehen, sitzen sie da und verzocken ihr Geld. Ja, aber du musst, also ich sehe es halt so, Bro, diese Wettanbieter, die fühlen sich von dir richtig bedroht. Ja, nicht falsch verstehen, wenn ich jetzt so ein Wettanbieter wäre und du würdest mir mein Brot wegnehmen, ich würde da schon krasse Maßnahmen auf jeden Fall so in lostreten, damit du das nicht mehr weiter ausüben kannst, weißt du, wie ich meine? Klar, deswegen, wie gesagt, früher oder später, wir haben eh jetzt gesagt, gibt Sachen, über die ich nicht reden werde, über Sachen werde ich reden. Und das ist auch der Punkt, was ich gemeint habe. Schau, alles, was du jetzt auf überall in YouTube, in Google bekommst, ist alles gratis. So, diese Informationen können von diesem Wettanbieter, von diesem Buchmacher, von deren Mitarbeiter erstellt worden sein, dass du dein Geld verzockst dort. Hier 100 Euro gratis Bonus oder hier sicherer Tipp, genau. Oder diese Seite. Solche Informationen sind gratis und du musst verstehen, dass diese Informationen von jedem sein können. So, und bei uns, wir haben unsere Informationen, wir haben unser Netzwerk. Wenn es zu heiß wird, weil wir machen gerade Vollgas Promo, dann kann ich ja auch Insta löschen und noch immer im Hintergrund meine Sachen machen. Absolut. Aber du siehst es so heikel. Du musst dir vorstellen, es ist eine Milliardenbranche. Und auch wenn 100 Leute denen 10 Millionen wegnehmen, so im Monat. Juckt nicht, Jan, ja? Wir haben mehr genug. Juckt nicht. Schau mal, dass wir größer werden. Inshallah, Bruder. Also nach diesem Interview werde ich mich auf jeden Fall ausführlich mal mit dir unterhalten. Aber ich würde mal sagen, wir fangen mal mit den Insta-Fragen an. Weil da sind einige. Kann ich auch Schleichwerbung machen? Natürlich, unbedingt. Wer sprechen möchte, aber nur wer auch Zeit und genug Geld hat, weil es ist hart gesagt, aber man braucht im Leben einfach, man muss sich diese Zeit nehmen, man muss sich dieses Geld nehmen, um etwas durchzuziehen. Wir haben letztes Jahr auch 600 Personen Nein gesagt, weil sie nicht sich das nehmen wollen. So, und mit diesen Leuten, was wir arbeiten, müssen halt auch in dieser Lage sein. Wer in dieser Lage ist, wirklich etwas durchzuziehen, kann sich auch gern bei mir melden. Braucht man wirklich viel Geld, um bei dir einzusteigen, oder kann jetzt ein 0815 Typ, der 1800, 1400 Euro verdient, zu dir kommen und sagen, hey, du, weißt du was, ich habe mir ein bisschen was angespart, jetzt nicht die Welt, vielleicht 1-2000 Euro, und ich würde da gerne mitmachen? Grundsätzlich kann er mitmachen. Wie gesagt, bei den meisten Leuten ist es eher so diese Angst, hey, ich kann verlieren. Was kannst du verlieren? So, ob du jetzt, wir haben eh drüber geredet, du verlierst dieses Geld zum Beispiel. So. Vor dem haben die Leute immer Angst, so, weil als erster, wie gesagt, Glücksspiel. So, ich habe zugehört, wenn jemand redet, der was sagt, er ist damit Millionär geworden. So, und wenn du mit diesen Personen redest, dann müssen sie auch diese Einstellung haben, dass sie, wie es auch bei mir war, so, was habe ich zu verlieren? Ob ich jetzt 300 Euro mehr oder weniger oder AMS habe? So, wenn man will, glaub mir, wenn man wirklich sieht, man verdient mit dem Geld, man hat morgen 3.000, man hat morgen 5.000, und dann verdienst du und du denkst dir, warum habe ich nicht 50.000 gehabt? Hätte ich einen Nuller mehr eingegeben, hätte ich einen Nuller mehr verdient. So, wenn diese Leute, es scheitert nicht am Geld und an der Zeit. Vertrauen so quasi. Man muss genug Zeit haben, klar, ja. Genug Geld haben. Aber ich sage es dir ganz ehrlich, ich mache 4 Stunden in der Woche. So, habe ich wirklich meinen Fokus. Und ich habe auch mit 2.000 ungefähr begonnen. So, was soll daran scheitern, dass es niemand anderer machen kann? Krass, Bruder. Krass, wirklich krass. Auf jeden Fall fangen wir jetzt mal mit der Frage an. Ich habe mehr Zeit investiert. Muss ich. Warte, dazu kommen wir alle. Du bist zu schnell. Wir fangen jetzt mal mit der Fragerunde an. Und wir haben die erste Frage von El Saif Mansur. Ja, kenne ich. Lieblingssportart. Weil er fragt Boxen. Kuss geht raus an der Stelle. Mansur, ich freue mich schon auf unser Interview. Ja. Wir werden auf jeden Fall ein Interview mit Mansur drehen für Rack Ancestors 2. Seid gespannt. Also viel Spaß dabei. Ich unglaublich. Ja? Ah, weiß, hab ich, ja. Die ein oder andere Sache gesehen auf jeden Fall. Ja. Dann haben wir eine Frage von Kevin. Wie lange braucht man, um sich Sportwettenprofi nennen zu dürfen? Kevin darf sich schon Sportwettenprofi nennen, der ist bei uns dabei. Kuss geht raus an der Stelle an Kevin. Dann haben wir hier Gecko Marketing. Kombi-Wette oder Einzelwette? Kombi. Kombi-Wette. Dann haben wir... Weil Value mal Value. Achso, das heißt immer... Okay, okay. Aber die meisten Wetten, was ich platziere, sind Einzelwetten. Aber wenn ich jetzt 2 Spieler gleichzeitig habe, was ich platziere, verknüpfe ich die, somit habe ich noch eine dritte. Value mal Value ist noch mehr Value. Verstehe. Aber natürlich auf der anderen Seite, eine Einzelwette gibt dir Minus,
So, wenn du nicht auf die Quote achtest, eine Kombi-Wette ist Minus mal Minus mal Minus mal Minus. Du hast eine 100er-Quote statt einer 800er-Quote. Jedes 800. Mal gewinnst du 100 Euro. So, natürlich nur bei Value-Kombi interessant, ja. Verstehe. Dann haben wir CSBGR22 fragt, wie viel Zeit investierst du in Sportwetten? Ja, 4 Stunden aktuell in der Woche. Leg meinen Fokus am Wochenende. Weil ich bin so, du musst verstehen, wenn du nur schaust, was dir Geld bringt, dass du diese Zeit effektiv nutzt. So, es bringt mir nichts, wenn ich um 9 Uhr am Vormittag los bin, wach bin, auch wenn der Markt nie schläft, grundsätzlich. Aber es für mich interessanter ist, jetzt um 16, 17, 18 Uhr alles live, viele Spiele da. Da arbeite ich mal eine halbe Stunde, mache 5 Minuten Pause. So ist am meisten los, nutze ich die Zeit effektiver. Aber grundsätzlich Luft nach oben, wenn jetzt viel los ist, dann mehr, wenn weniger los ist, weniger. Es dann haben wir funktioniert dein System für jeden. Wann, Stetter, wann kannst du mir das beibringen? Meld dich bei uns. Meld dich. Meld dich bei uns. Es kann jeder grundsätzlich, der was der es hat. Einfach genauso macht, wie wir es sagen. Was kann da schief gehen zum Beispiel, ist auch eine Frage. Wenn du das machst, was wir sagen, absolut gar nichts. Dann haben wir eine Frage von Furkan. Bist du glücklich? Ja. Und dann nochmal eine Frage von Furkan. Was erfüllt dich? Mein Nummer 1 Goal, dass alle, die was bei mir sind, erfolgreich werden. Weil damit erreiche ich mein Ziel noch mehr. Wie sieht dein Alltag mit Sportwetten aus? Original. Kaffee, Red Bull, Cheek rein. Ja, richtig ungesund, ja. Ich esse sogar auch nichts, bis ich fertig bin mit den Wetten. Weil kennst du das, wenn du satt bist? Ja, ja, ich kenne das. Du bist gechillt, wenn du Hunger hast. Du bist nervös. Ja, genau. Alles, und wenn ich arbeite, ich versuche mir so schnell wie möglich den Energy raufzukicken. Also Kaffee, Red Bull, Chick, 10 Minuten entspannen, wirken lassen. Versuche auch Augen so kurz zuzuhalten. Und dann bist du Vollgas drinnen. Paar Stunden Vollgas geben dann. Und danach natürlich essen. Also so ist mein Alltag, wenn ich jetzt arbeite. Ansonsten, ja, grundsätzlich unter der Woche halt Zeit mit Familie, Freunden, in der Firma, ein paar Sachen. Geil. Was sind deine 2023 Goals? Puh, grundsätzlich ist ein Ziel bei mir und das wird immer auch mein Ziel bleiben, meine Mitglieder, weil die machen genau das, was ich möchte. Ein Buchmacher nach dem anderen kaputt zu machen. Haben sie ja nicht anders verdient. Ich sag's dir ganz ehrlich. Können wir mal sagen, wie viele Mitglieder du circa hast oder willst du darüber nicht reden? Doch, können wir offen und ehrlich kommunizieren. Wir haben 80 Mitglieder, die was über 5-stellig sind. Also das, was interessant ist, dass man sagen kann, okay, wenn die spielen, dann liegt mindestens eine Mio in der Import, ja. Sind auch bei uns Mitglieder, so, die was dieses Ziel noch nicht erreicht haben, dass sie jetzt 5-, 6-, 7-stellig sind, aber die was auf diesem Ziel sind, so, die machen tausende Euros, so, jetzt hätten sie mehr Geld. Wie gesagt, du gibst nur ein Nuller mehr ein, so, bei denen dauert das halt noch. Ja, aber komm, wenn die so weitermachen, sagst du, ist es auf jeden Fall eine Frage der Zeit, ja. Dann haben wir eine Frage von Alihan Kalashnikov. Wie schaut das in der Zukunft aus? Ja, ist so ein Thema, wie gesagt, solange wir auf Social Media sind, kann man uns finden. So, solange wir reden, weil zeig mir wem anderen, der was redet. Und auch wenn ich nicht alle Sachen sage, zeig mir jemanden anderen, der was am Sportwettenmarkt wirklich redet. So. Gibt es auch nicht so wirklich, also muss ich auch schon da vorab greifen. Das Einzige, was du siehst, sind halt immer wieder Werbungen, so auf Plattformen oder sonst wo. Aber das ist immer sein Gesicht. Nein, es sind das immer meistens Mitarbeiter und so. Oder irgendwelche Stars, die für irgendwas werben. Stars, gekauft. Solche Sachen. Bei Wettern bitte ist wieder was ganz anderes. So, die haben auch Milliarden, die können sich Spieler oder Mannschaften sponsern und so. Alles, was ich mache, ist ja mein Geld, meine Zeit, meine Energie. Ich zeige mein Gesicht. Du musst halt so sehen,
solange wie es geht, geht es. So, wenn morgen ein anderes Gesetz gibt, jetzt die Sportwetten steuerfrei in Österreich, wenn morgen ein anderes Gesetz kommt, du weißt das nicht. Wenn jetzt zum Beispiel wir kein Social Media haben, wie willst du uns finden? So, deswegen Frage, warum nicht seit gestern einfach Gas geben, umsetzen, durchziehen. Aber ich denke, es wird noch jahrelang gehen. Dann haben wir eine Frage von Beton Karablut, aka Enzo, schlimmster Feind. Eine Frage, der Junge macht in der Woche 100.000. Schläft er überhaupt und wenn, wie viel am Tag? So Beton, der sagt einfach alles direkt. Er schämt sich nicht. Ist wurscht, er sagt alles. Grundsätzlich gibt es halt Sachen, wo man einfach auch mal 2 Tage durchzieht. Aber ich schlafe wie ein Baby, wenn ich schlafe. Also mit 2 Augen zu. Ich habe keine Angst jetzt so, dass ich irgendwas Illegales mache oder irgendwem was schuldig bin. So, wenn du mich im Club siehst zum Beispiel, siehst du auch immer, ich zahle alles. So, sonst heißt, der hat von mir gegessen oder getrunken. Das ist eh so ein das Thema. Das ist immer dieses, also ich schlafe, wenn ich schlafe wie ein Baby, aktuell sehr viel. Ja. Sehr schön. Gut, jetzt bin ich mal so höflich. Hi. Nimm dir das einmal ab. Bro, ich habe schon Handschmerzen, Allah. Passt schon, alles gut. 39 Minuten, ich kann schon nicht mehr. Ich bin auch kaputt heute. Nein, auf jeden Fall, wo sind wir stehen geblieben? Du sagst, in weiterer Zukunft wird das, ist da der Markt auf jeden Fall weit nach oben. Das ist so deine Prognose. Es wird Jahr für Jahr mehr in dieser Branche umgesetzt. Jahr für Jahr schenken Leute mehr Geld her. Ja. Jahr für Jahr wachsen auch wir und nehmen mehr Geld. Die Frage ist, wie lange das allgemein geht. Ich sage immer so, ich rede nicht gerne über die Vergangenheit, ich rede gerne über die Zukunft, aber ich kann dir nicht sagen, wie lange es geht. So, wenn du mich fragst jetzt, ich sage, ja, die nächsten Jahre, ich werde alles noch tun, was in meiner Macht steht, um so viel wie möglich zu machen. Alle meine Mitglieder, alle Partner, alle, was in diesem Geschäft beteiligt sind, natürlich. Aber wie lange es geht, liegt immer in eures Betrachters und wo wenn es nicht geht, wo ein Wille auch ein Ziel, so wenn es in Österreich nicht geht, dann ab nach Deutschland, ab nach Dubai, ab nach London, ab nach Asien, wo auch immer hin, so wir sind unaufhaltbar. Wie viel Gewinn hat dein erfolgreichster Partner erwirtschaftet und wie viel der durchschnittliche Partner? Erfolgreichster Partner letztes Jahr 80.000. In einem Monat oder in seinem ersten Jahr? In seinem ersten Jahr. Ja. Und der Durchschnittsverdienst von einem Partner von dir? Kommt drauf an, wie lange er dabei ist, weil dann kommt der Zinseszins ins Spiel. Okay. Und wenn er jetzt im zweiten Jahr dann ist, ist natürlich viel schneller, viel mehr zu machen. Sonst gibt es Leute, die starten halt, wie gesagt, auch gleich mit 5-stellig in ihrem ersten Monat. Es ist eher die Frage, wie viel Geld hast du? Wie viel Zeit hast du? Ja. Paul, der Schreiber, warum hast du deine Community gegründet und warum behältst du dein Wissen nicht für dich? Schau, wie gesagt, bei mir war es ja auch nicht anders. Ich hatte das Glück, das ist wirklich Glück. Das Einzige, ich glaube nicht an Glück oder Pech, aber da muss ich sagen, das war Glück, dass ich dieser Person begegnet bin. So, und ich habe mir rundum ein Netzwerk aufgebaut, was wirklich erfolgreich ist. So, man muss verstehen, du zeig mir dein Netzwerk, ich sag dir, wer du bist. Ja, mein Netzwerk besteht aus hunderten Sportwettenprofi. Was Millionen gemacht haben oder 10.000 Euro oder 100.000 Euro oder gerade neu gekommen sind und er hat seine 400 Euro gemacht und ich bin stolz auf ihn, weil ich habe auch einmal ein paar hundert Euro gemacht. So. Ja. Und um mich rundherum, es ist halt ganz anders, weißt du, wenn 100 Leute über Quoten reden, über Geld verdienen reden. Ist auch viel größerer Input da auf jeden Fall. Es ist wenn ganz, zwei Leute reden. Ganz anders und das ist mein Grund, so, wenn nicht ich mein Wissen weitergebe, wer sonst? Und auf der anderen Seite ist mein Netzwerk so, ich bin halt mächtig mit diesem Netzwerk, an Informationen, an Anziehung, so. Es ist einfach geil. Deswegen heißt es ja auch Wolfsrudel, weißt du, so wie eine Familie, ein Wappen, ein Schutzschild, so. Im Endeffekt, wir helfen uns gegenseitig, es ist ein Geben und Nehmen und umso mehr du machst, umso mehr bekommst du am Ende. Absolut. Dann haben wir eine Frage von 78 Rafa. Wie hast du dieses System entwickelt und hast du nie Angst, einmal alles zu verlieren? Nein. Ganz klipp und klar, Rafa, nein. Und sein Rezept, also
wie habe ich das entwickelt? Wie gesagt, ich habe es nicht entwickelt. Ich habe es perfektioniert, in der Exzellenz gebracht, dass ich gemeint habe, so von 100% bringen die diese 20% wirklich Geld. Ich habe nur den Fokus auf das, was wirklich Geld bringt. Ja. Also in die Perfektion und Exzellenz gebracht. Aber ich habe es ja nicht entwickelt. Es gibt mehrere Value-Spieler da draußen. So. Es gibt mehrere Möglichkeiten, ja, mit Sportwetten sein Geld zu verdienen. Aber diese Leute sind hinter den Kulissen. So. Ja, aber heißt das jetzt, nur ganz kurz jetzt mal, abgesehen von den Insta-Fragen, heißt das, dass du jetzt auf jedes Spiel, das läuft, einen Tipp abgeben würdest? Wenn es drauf ankommt. Das ist jetzt eine Frage von mir. Muss ich auch dazu sagen. Ich spiele, wenn die Quote... Wenn sie sich auszahlt. Wenn sie höher ist, als sie sein sollte. Verstehe. Dann lohnt sich eine Investition, wenn ich mehr bekomme, als ich gebe. Verstehe. So, mir ist grundsätzlich egal, so ob ich... Beispielsweise jetzt diese 50-50 Chance. So, 1,90er Quote wäre schlecht. Ja. So, 2,50er Quote wäre super. Viel besser, als sie sein sollte. Wenn die Wahrscheinlichkeit 50-50 ist. Und wenn die Wahrscheinlichkeit anders ist, dann müssen wir halt anders schauen. Ja. So. Wenn ich jetzt dieses Spiel hernehme, ist es mir egal, ob es das Champions League, NBA, Fußball oder Volleyball für Damen in Belgien. So. Die Quote entscheidet dein Gewinn und nicht das Spiel. Alle wollen Champions League spielen. Ja, weiß schon, was du meinst. Aber spielen mit 3 Euro. Ja. Das bringt nichts, machst doch kein Geld. Ja. Spielen mit 300, 3000, 30.000. Dann ist wieder was anderes. Es geht auch nicht eher darum, wie viel du spielst. Es geht eher darum, was spielst du. Spielst du überhaupt richtig? Von Anfang an, egal welches Money Management du hast, egal welches Geld du hast und wie viel Zeit du hast, es bringt dir nichts, wenn du nicht ein System hast. So, dein Ziel ist, Millionär zu werden mit Sportwetten. Passt. Gut, dass du ein Ziel hast. Was ist deine Strategie? Daran scheitert. Egal, wie viel Geld du hast, wie viel Zeit du hast. Was ist deine Strategie? Das ist der Grund, warum wir es verraten. Dann haben wir noch eine Frage von unserem lieben DJ Metino. Liebe Grüße an der Stelle. Wie werden eigentlich Quoten berechnet und wie nutzt du diese am besten für dein System? Quoten sind Wahrscheinlichkeiten und Wahrscheinlichkeiten sind Quoten. 100 dividiert durch 50 ist 2. 2 mal 50 ist 100. Das ist einfach, du nimmst die Quoten, dividierst sie durch 100 und kriegst so quasi das Ergebnis, auf was du setzt. Nee, dann weißt du die Wahrscheinlichkeit so. Ja, aber halt so. Wie werden Quoten halt berechnet, ist wieder was ganz anderes. Quoten werden ja berechnet anhand natürlich Informationen. So, wer spielt, warum spielt er, wie spielt er. Ist er verletzt? Ist er dies und das? Und das ist genau der Punkt. Da kann ja sehr viel passieren, so in diesen Informationen. Wenn jetzt zum Beispiel der Flug 6 Stunden dauert statt 2 Stunden dauert oder 2 Spieler haben Corona oder dies und das und du hast die Information, bevor der Buchmacher sie hat. Und es ist so wie Ronaldo geht in der 60. Minute raus. So, die Quoten sinken, ja. Und ein Buchmacher, er hat die Quote noch so, als würde Ronaldo spielen. Ja. Der verliert dann am Ende. Verstehe. Dann haben wir eine liebe Frage vom Herrn Enzo. An der Stelle ganz liebe Grüße. Wir freuen uns, dich zu sehen auf der Boxgala. Wie kann das sein, dass nur für Betonsportwetten halal sind? Schau, ich sag so, ich habe mich mit dem Koran jetzt nicht beschäftigt. Wenn es nicht halal ist, dann ist es nicht halal. Für mich ist grundsätzlich halal ja für Essen oder nicht. Nicht nur für Halal-Essen, es gibt auch die Art, wie du lebst, okay. Was praktizierst. Mit denen habe ich es bis jetzt in Beziehung gezogen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, wie du schon hörst, ich kenne mich mit dem nicht aus. Ich kann sagen, wenn du vergleichst, ob ein Wettanbieter, aber der was... Aber ich muss unterbrechen, ich muss eins dazu sagen, im Islam sagt man, dass Sportwetten, das ist ein Glücksspiel. Hm. Und Glücksspiel ist verboten, ist haram, ja. Weil du... Es ist einfach so, ich will jetzt auch nicht zu tief ins Detail deswegen gehen, aber Glücksspiel ist haram. Und deswegen die Frage, glaube ich. Für mich halt, wenn du mich fragst, ob es Glücksspiel ist, kann ich dir eine Antwort geben. Der Wettanbieter, der was sich seinen Gewinn reinrechnet und über die Jahre hinweg Millionen macht, ist es kein Glücksspiel, es ist ein Unternehmen. Ja. Bei mir ist es nicht anders, für mich ist es auch ein Unternehmen. Ich rechne mir meinen Gewinn ein in der Quote, ich rechne mir meinen Profit ein und ich weiß,
dass ich gewinne. Seit 6 Jahren weiß ich, dass ich gewinne und ich gewinne und alle meine Mitglieder und Partner und Geschäftspartner gewinnen. So für uns ist das kein Glücksspiel. Wenn du jetzt in der Mitte bist und irgendwo sagst, hey, ich nehme mein Geld und beginne zu hoffen und zu glauben, ja, dann ist es natürlich Glücksspiel. Wenn man hart dafür arbeitet, wirklich, du hörst ja hier schon raus, Software, Mathematik, ein Teamaufbau. Viel Geld auf jeden Fall, was du reingesteckt hast. Man geht raus, sehr, sehr, sehr viel Geld. Also man kann natürlich auch sagen, so wie ich, 6 Jahre an Zeit, hunderttausende Euro an Lehrgeld zu bezahlen oder melde dich bei mir, ich bin deine Abkürzung. Wie gesagt, es ist viel harte Arbeit dahinter gewesen. So die ersten 2 Jahre waren 12 bis 15 Stunden täglich. Ich kann jetzt sagen, entspannt, weil ich habe Kapital, dass ich 4 Stunden wette. Oder entspannt, weil ich habe meine Informationen durch mein Netzwerk. Das habe ich mir aber jahrelang aufgebaut. So, das war harte Arbeit. Also für mich war das von Anfang an nie Glück. Ich habe es auch gesehen wie ein Unternehmen, wie ein Business, haben wir es aufgebaut. Es ist zwar eine Glücksspielbranche, aber der, was beim Poker Wahrscheinlichkeiten rechnen kann, der, was bei Blackjack Karten zählt, das ist kein Glücksspiel mehr. Dieses mit Blackjack Karten zählen, das war gut gerade. Das hat mich überzeugt und du hast mich damit gecatcht gerade. Bro, wenn ich über Mindset rede, ist es Endstation. Der war echt gut gerade. Langfristig. Wahnsinn, Wahnsinn. Boah, ist das mich echt. So, wir haben ein Video. Das tut mir sehr leid an die Leute, die Fragen gestellt haben. Dass ich euch nicht alle namentlich erwähne oder nicht alle Fragen stelle, weil wir haben schon so viele jetzt in dem Gespräch beantwortet. Ich stelle nur die, die. Vielleicht machen wir ja einen Teil 2. Asiatische Handicap schreibt KC Daniel 1809. Was soll ich darunter jetzt? Ich verstehe es auch nicht, deswegen habe ich die Frage gestellt. Asiatisch Handicap. Es gibt Asiatisch Handicap, es gibt Europäisch Handicap. Zum Beispiel Europäisch ist X2 Doppelchance und Asiatisch AH2 plus 0,5. Das gleiche wie ich. Wort, Bruder, ja, wir können so über solche Sachen reden, Sprache, aber. So 110011 so. Und wo siehst du dich in 10 Jahren? Puh, muss ich ganz ehrlich sagen, auf einer Insel. Das ist so auch ein Goal mit meiner Familie. Was macht für dich einen wahren Freund aus? Ein wahrer Freund ist jemand, der was immer ehrlich ist, loyal ist, egal ob in guten oder in schlechten Zeiten. So wie ein Partner, wenn du ihn heiratest. So einfach ein bester Freund ist immer für dich da. Egal wann du ihn brauchst, du rufst ihn an um 3 Uhr früh und er ist nicht müde oder sagt, ich kann nicht, er kommt. Wenn du alleine da bist, so, oder gegen 4 Leute dastehst. Ja. Ihm ist egal. Ein bester Freund macht alles für dich. Und was war die höchste Summe, die du in einem Club mal ausgegeben hast? An einem Tag oder im Jahr oder wann? Die höchste Summe in so einem Abend. 35. Du hast ja ein sehr krasses Werbevideo gedreht, auch im Grand Fernsehen, das habe ich gehört. Ja, da oben da haben oben. Wir eine Szene gedreht. Eine Szene oder so. 7-Sekunden-Szene für 4 Stunden Aufwand. Okay, was hast du gezahlt für das Video? Das ganze Video. Musst dir vorstellen, natürlich Videografenkosten und so. Aber wir haben ja auch 8 Personen nach Mallorca geflogen und Hotels etc. Mhm. Weiß ich jetzt nicht auswendig, aber. Circa so Pi mal Daumen. Auch in Richtung 30, 25. Nächstes Mal engagier uns, wir machen es dir billiger. Ich hab schon gehört, alles trotzdem geil geworden. Ja, ist auf jeden Fall ein geiles Video. An der Stelle, Bruder, vielen Dank, dass du die Zeit genommen gerne, hast. Sehr ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert den Kanal, folgt den jungen Mann, abonniert meinen Kanal und ich weiß, du lag. 78% von euch schauen, aber abonnieren nicht. Sie gönnen kommt, nicht, ja, Geld, Bruder, aber sie müssen warum dir gönnt das sie gönnen. Nicht, yo? Gönnt's ab. Beginnt zu gönnen. Die gönnen nicht, Wallah, Bruder. Guck mal, wir nehmen uns Zeit. Wir setzen einmal uns in Google anmelden, abonnieren und. Kostet nichts. Kostet nichts. Du schenkst mir ja nichts. Wir machen Content für euch. Deswegen abonnieren, Glocke aktivieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace. Danke, Bro. Gerne.